Es gibt senkrechte, waagerechte und schiefe Asymptoten. Senkrechte Asymptoten hat man immer nur bei Logarithmusfunktionen oder bei Brüchen. Normale E-Funktionen, also wenn E-Funktionen keinen Bruch haben, haben also damit keine senkrechte Asymptoten. Es gibt also nur waagerechte Asymptoten oder schiefe und die erhält man immer, indem man x gegen plus minus unendlich laufen lässt. Zusammengefasst also, bei E-Funktionen, die keine Brüche haben, lässt man x immer gegen plus oder minus unendlich laufen. Und nun gibt es eine schnelle, einfache Methode, wie man Asymptoten erkennen kann, und es gibt die mathematische Methode. Die mathematische Methode, da müssen Sie Folgendes wissen. E hoch unendlich geht gegen unendlich und E hoch minus unendlich geht gegen 0. Es mag sein, dass es jetzt mathematisch nicht hundertprozentig korrekt ist, aber darüber sehen wir mal hinweg. Die schnelle Methode, da können Sie sich mal Folgendes vorstellen. Auch hier gilt wieder E-Funktionen, die keine Brüche enthalten. Man kann als Faustregel verwenden, man erhält eine Asymptote, indem man den E-Term weglässt, ebenso weglassen alles, was mit dem E-Term mit mal verbunden ist. Der Rest, der übrig bleibt, ist die Asymptote. Wir machen ein paar Beispiele, machen bei allen Beispielen das Schnellverfahren und den mathematischen Weg. Und da hoffe ich natürlich, dass Sie sich beides merken können.